das Wort hat Herr Sonnenborn. Präsidentin, Kollegen, fast mehr Präsidenten als Kollegen hier, aber egal. In den letzten 3 Jahren habe ich als EU-Abgeordneter großartige Arbeit geleistet. Ich habe die Engländer nach Hause geschickt, ich habe Martin Schulz entmachtet und zum SPD-Kanzlerkandidaten degradiert und ich habe dafür gesorgt, dass Kanzleraltlast Helmut Kohl vom Netz genommen, demontiert und witwengesichert entgelagert wird. Gescheitert bin ich allerdings daran, das Orbán-Regime und die polnische PiS-Partei demokratische Grundwerte zu lehren. Besonders stolz bin ich darauf, dass die EU jetzt eine ureigene Idee meiner Partei aufgenommen hat, die einer Mauer um Europa. Vor kurzem erst haben wir ganz im Sinne der christlichen Unionsparteien eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. Deutschland soll jährlich nicht mehr aufnehmen müssen als das Mittelmeer. Und jetzt, noch bevor das Mittelmeer voll ist, errichtet die EU eine Mauer in der Sahara, in den kaputten Staaten Mali, Niger und Tschad. Abschließend möchte ich mich noch bei den ganzen Ausländern hier entschuldigen, dass so viele wichtige Entscheidungen vertagt werden mussten bis nach der Wahl in Deutschland. Eine gute Woche noch, dann regiert wieder eine Partei. Dankeschön. Mr. Weber, you have a point of order. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir sind hier ein Parlament, wo Meinungsfreiheit erlaubt ist. Wir sind hier ein Parlament, wo jeder alles sagen darf, was er will. Aber wenn man über einen Toten so spricht, wie der Herr Sonneborn gerade über Helmut Kohl gesprochen hat, dann ist das inakzeptabel. Und ich fordere, dass das Präsidium sich damit beschäftigt. Dieses Verhalten ist nicht eines Parlamentariers würdig. Thank you, Mr. Weber. Danke, Herr Weber. Wir werden uns mit der Frage befassen.